Beatrice Egli und Florian Silbereisen sind gute Freunde. Doch geht da vielleicht doch mehr? Diese Spekulationen halten sich bereits seit einigen Jahren. Jetzt spricht die Sängerin über ihre gemeinsamen Pläne für die Zukunft. Florian Silbereisen, 42, und Beatrice Egli, 35, sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Spekulationen. Spätestens seit ihrem Duett Das wissen nur wir, welches die beiden Schlagerstars 2023 veröffentlichten, fragen sich Fans, sind sie vielleicht doch mehr als nur Kollegen? Immerhin lautet eine Zeile in dem Song: Du willst es doch auch mit mir, und auch auf der Bühne pflegen Beatrice und Flori einen vertrauten Umgang miteinander. Jetzt spricht die ehemalige DSDS-Gewinnerin über ihre gemeinsamen Zukunftspläne. Beatrice Egli kündigt gemeinsame Pläne für die Zukunft an. Während einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan wissen, ob es ein neues Duett mit Florian Silbereisen geben werde. Beatrice antwortet darauf: Wir sind an neuem dran. Aber was es wird, kann ich noch nicht verraten. Hört sich so an, als würden die Schlagerstars neue, musikalische Pläne schmieden. Doch an den Gerüchten, zwischen ihnen würde auch privat etwas laufen, ist offenbar nichts dran. Als Beatrice in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung gefragt wurde, ob sie die vielen Spekulationen um eine angebliche Turtelei mit Florian Silbereisen nicht nerven würden, antwortete die Sängerin: Ich stehe da total drüber. Denn was in meinem Privatleben so passiert, das wissen nur wir.